EHC Red Bull München gegen die Adler Mannheim. Das Heavyweight-Halbfinale, Teil 1. Bill Stewart zum ersten Mal seit 2001 wieder in einem Playoff-Spiel im Münchner Stadion zu Gast gegen den Rekordtrainer, gegen Don Jackson. Und vom ersten Bully weg hielt diese Partie, was sie zu versprechen imstande ist. Matthias Plachter nach 8 Sekunden mit der ersten richtig guten Möglichkeit für die in Weiß spielenden Adler, die sich im Viertelfinale gegen Ingolstadt in 5 Spielen durchgesetzt haben. Ebenso wie München. Und München hier mit dem ersten Tor in der 7. Spielminute. Kastner mit gutem Vorcheck, Lauritzen mit Pass und Maxi Kastner schließt ab zum 1:0 für den deutschen Meister. Aber Mannheim hatte eine Antwort. 13. Minute. Christoph Ullmann mit seinem 26. Playoff-Tor für die Adler Mannheim egalisiert damit den Rekord von Jochen Hecht. Unglaublich hohes Tempo und Intensität in dieser Partie. Dann Doppelausschluss gegen Mannheim kurz vor Ende des ersten Drittels. München mit 2 Mann mehr auf dem Eis und mit Dominik Kahun. Abwartend, geduldig, herausgespielt. Seidenberg bringt Kahun in Position und aus schwierigem Winkel versenkt er zur 2:1 Pausenführung für München. Hinein in den 2. Abschnitt. Mannheim startet wieder gut. Starker Spielzug und dann nachgesetzt Luke Adam und der Ausgleich in der 26. Minute. Eingeleitet von David Wolf, der hier gut antäuscht. Dann Stewart ins Spiel bringt. Kolorik, der gut arbeitet. Und Adam, der vollstreckt. Doch München wäre nicht München, hätte es nicht immer eine Antwort parat. Ryan Button in der Mitte. Michael Wolf und nur 34 Sekunden nach Mannheims Ausgleich die erneute Führung für den deutschen Meister. Button hier stark, angetäuschter Schlagschuss, sieht aber Wolf stehen und Michael Wolf, der Rekordtorjäger der DEL mit dem 3:2. Das auch der Stand nach 40 Minuten und das letzte Drittel. Dann was für ein Schockmoment. Dieser unfaire Ellbogencheck zum Kopf von Steven Pinisotto. Plachter blieb minutenlang benommen am Boden liegen. Und das Buh des Spieltags auch noch. Diese Geste von Pinisotto gegen Plachter. Das Juhu des Spieltags allerdings. Diese Fairplay-Geste. Abelshauser hilft Plachter vom Eis. Am Ende wurde auch noch Eishockey gespielt. Etwas zumindest. Powerplay erneut für München. Und Michael Wolf zum 2. in diesem Spiel in der 55. Minute mit der Entscheidung. Das 2. Überzahltor für München in dieser Partie, in einem Match, das unglaublich viel verspricht für diese Serie. Das aber schon nach Spiel 1 auch für unglaubliche Diskussionen sorgen wird. Mannheim hatte noch mal eine Chance ranzukommen durch Chad Kolorik, der aber hier nach gutem Zuspiel von Sinan Akhtar freistehend vergibt. Das war's am Ende. München siegt in Spiel 1 gegen Mannheim. Ja, für mich war es schwer zu sehen. Ich habe gedacht, dass der Spieler mit der Nummer 14 als zweiter Mann in den Zweikampf reingeht. Ich glaube, eigentlich wollte man nicht mehr haben, aber ja, ich möchte es noch nicht Falsches sagen. Das müssen dann andere Leute beurteilen. Aber es ist natürlich immer unschön, wenn jemand liegen bleibt und dann vom Eis getragen wird. Ich habe den Ellbogen nicht gesehen. Ich war selber am Matthias dran da. Von dem her habe ich nicht gesehen, wie er gekommen ist. Das ist natürlich schwierig. Der Matthias rennt mit dem 1 gegen 1 mit mir. Und ja, hat den Kopf vielleicht unten, weil er ein bisschen an der Scheibe dran war. Ja, ist schade. Man will nie verletzt sein und hoffentlich fehlt uns nichts Schlimmeres.
Ganz genau, es heißt zu hoffen, dass Matthias Plach da nicht allzu schwer verletzt ist. 4:2 gewinnt München Spiel 1 gegen die Adler Mannheim in einem Spiel, das weit über 60 Minuten hinaus noch für Diskussionen sorgen wird. Am Samstag geht es weiter mit Spiel 2.